Hey und willkommen hier zum Die Sims 4 Let's Build Video zu meinem Base Starter Extended. Ja, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich baue heute weiter. Letztes Mal sind wir stehen geblieben hier in dieser Extended Version von meinem Starterhaus. Und da habe ich letztes Mal hier primär mal hier oben das Schlafzimmer eingerichtet. Ne? Das ist dieses Stylo-Milo-Schlafzimmer. Ich finde es voll cool. Alles hier natürlich nur mit dem Basisspiel. Das heißt, ohne Inhalte aus Packs. Ja, diese Gitarre, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Die gibt es kostenlos, wenn man den Newsletter abonniert. Auf die Sims.de, auf der offiziellen Webseite. Und hier, ja, das ist so ein Haus, so ein Starterhaus erstmal gewesen. Und jetzt gab es letztes Mal die Extended Version Nummer 1, also die erweiterte Version. Und jetzt gibt es noch den zweiten Teil, weil ich bin letztes Mal nicht ganz fertig geworden. Wir haben auch hier so ein bisschen Pool gemacht. Den Pool hier gebaut, das habe ich gemacht. Hier so schön gemacht, oder? Habe ich schön gemacht oder habe ich schön gemacht? Also okay, auf jeden Fall machen wir heute weiter und wir müssen noch ein bisschen was tun hier, ne? Das ist noch einiges zu tun. Die Küche, also das Starterhaus hatte dann unter 20.000 Simoleons gekostet noch. Und ja, jetzt die Extended-Version, die wird natürlich teurer, aber wie gesagt, nur mit Objekten aus dem Basisspiel. Ich finde diese Theke hier eigentlich ziemlich cool, aber wir können uns die nicht leisten, wenn wir eine größere Küche brauchen. Und wir haben so viel Platz jetzt hier, dank dieser Erweiterung im Wohnzimmer. Und dann können wir das Esszimmer nämlich da nach drüben verschieben. Und ich finde das ziemlich cool, diesen Stil. Deswegen nehme ich den mal hier mit rüber, mal gucken, ob ich den überhaupt noch nehmen werde. Aber ich finde den Stil so cool und deswegen übernehme ich den jetzt hier rüber. Und ich finde es generell ja immer ganz, ganz klasse, wenn man, oh, der alte Herr, der kommt weg. Wenn man so die Sachen dann wiederholt, schön, ne? Vom Gameplay gesperrt immer noch, okay. Baby.ignore Gameplay Unlocks Entitlement. Weil die Theken, ich glaube, das sind Freischaltungsbelohnungen von der Kochkarriere oder so, ne? Und deswegen kann man die, ja, sich mit dem Cheat eben hier freischalten, weil sie das noch nicht kennen. Benutze ich eigentlich relativ oft. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die fragen, wie machst du das? Ja, kommen ja immer wieder neue Zuschauer dazu. Das ist so krass. Es sind ein paar Tausend jeden Monat momentan. Das ist echt mega. Okay, da brauchen wir so eine schöne Hochglanztheken. Wenn es schon so schöne Theken gibt im Basisspiel, dann nehmen wir die auch. So, und da haben wir jetzt natürlich wieder das Problem, sag ich mal, dass hier die Fensterfront ist. Das war aber schon, ja, schon beim Starterhaus mein Problem und wir haben da nur so eine. Aber die können wir eigentlich nehmen. Na, dann schließen wir hier so ab mit so einer abgerundeten, bisschen schmaleren Theke, dann ist das nicht so lame. Und Schränke gibt es dazu passend leider keine dazu. Das finde ich auch so ein bisschen dumm. Aber was will man tun, ne? Was will man tun? Wir nehmen Gruftschrank. Dass wir so ein bisschen noch mehr Industrielook hier reinbringen. Ja, schon krass irgendwie, ne? Passt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht farblich, dann die dunklen oder die hier, die passen eigentlich ganz gut. Und das ist so schwarz-weiß dann. Haben wir es wieder voll im Stil hier drin, ne? So ein paar Hängeschränke wären nicht schlecht, finde ich. Aber nur vielleicht ein paar. Steffen, dann wirklich, oder wir machen hier. Wir scheißen auf die, auf das Endstück und machen hier stattdessen dieses hier hin. Natürlich auch wieder in diesem einen Farbton da. Dann haben wir das nämlich mehr integriert in die Küche, weil wenn wir nur so einzelne Schränkchen aufhängen, das sieht halt blöd aus, ne? Das ist irgendwie so blöd, schon. So, ja. Das Fenster hier, das ist aber auch doofig, muss ich sagen. Komm, wir packen das einfach hier so rüber. Ja, wir machen es einfach hier rüber, das sieht genauso gut aus. So. Jetzt können wir hier noch schön. Dann machen wir den in die Ecke, das passt dann gut. Aber den, seht ihr das auch, ne? Dieser linke Rand hier, der ist ganz schmal nur. Das Spiel macht das automatisch in die Wand rein und kein Sim weiß warum. Aber man kann das einfach wieder rausziehen, mit Alt gedrückt halten. Ich versuche auch immer so ein paar Chips mitzugeben. In der Hoffnung, dass ihr die noch nicht kennt. Und wenn die jetzt da nicht reinpasst, machen wir das doch nochmal rüber hier und jetzt müssen wir die trotzdem verschieben können. Weil mir gefällt das gar nicht, wenn die in der Wand drin ist. Dann lieber in der Theke. Baby.moveObjects. Wenn wir das nur so ein bisschen rausschieben aus der Wand, dann stört das die Sims auch nicht beim Schnibbeln. Also die können da dann auch weiterhin schnibbeln. So, ne? Aber jetzt sieht man noch die, ne? Das sieht man noch alles hier von dem Schrank, die Türen und die, ja. Und dann geht das auch. Sonst sieht das irgendwie doof aus, finde ich. Und jetzt möchte ich hier noch so einen Tellerschrank haben, weil das passt dann ziemlich gut, dass man da so abwechselnd Tellerschränke hat. So, wir nehmen das da. Was ist denn das? Bücher oder was?
so fette Kochbücher, wir nehmen sowas dann. Das sieht so ein bisschen Oma-Style aus, finde ich. Mit diesem Kännchen da. Ist ja nichts Cooleres irgendwie. So ein Oma-Schrank hier. Oma-Paradies. Ah nee, ich will hier so ein Dings haben. Nehmen wir das mit dem Kännchen. Ja, dann nehmen wir doch das. Ist okay. Hat die Oma halt ein Kännchen mitgebracht. Musste man aufstellen in der Küche. Jedes Mal, wenn die kommt, kontrolliert ihr, ob das noch da ist. Der Kühlschrank, der muss hier bleiben. Ist ein bisschen blöd hier wegen der Tür. Ist mir schon bewusst. Aber ich finde, es geht. Ich finde das gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Oder haben wir den dahin? Könnten wir uns überlegen, weil wir könnten ja einfach so eine gegenüberliegende Ding noch machen. Muss ja gar nicht mal so. Wir brauchen ja auch noch einen Herd, ne? Das haben wir bald weniger Platz als am Anfang. Nee, ich mag den Kühlschrank nicht an dieser Wand hier haben. Vom Spielen her irgendwie ist der dann falsch. Ich muss jetzt hier auch mal die Wände nach unten machen. So spielt man ja eigentlich, ne? Und dann. Oh, die ollen Lampen, die müssen weg, glaube ich. Und dann kommt man hier so rein. Da haben wir Fenster, da können wir den Schrank. Nee, der passt da ganz gut. Ich möchte ihn gar nicht mehr sehr verschieben. Aber wir machen hier noch ein bisschen Luft rein und holen uns einen Mülleimer. Und da gibt es ja auch zum Glück einen ganz coolen eigentlich im Grundspiel. Ich bin auch generell, ich habe es auch mal in den Kommentaren beantwortet, weil es auch jemand geschrieben hat. Jetzt schreibe ich hier Grundspiel. Mülleimer. Es einiges ist möglich eigentlich, ne, mit dem Grundspiel. So schlecht ist es gar nicht, wie man manchmal denkt. Man nimmt dann natürlich die Objekte aus den Packs irgendwie, wenn man die dann irgendwie dann doch irgendwie so cooler findet. Aber es ist gar nicht so schwierig mit dem Grundspiel. Das muss man wirklich auch sagen. Sims 4 mag, ja, ein sehr kritischer Teil sein. Aber das Basisspiel, das war echt gut aufgesetzt quasi mit den Packs, also mit den Objekten. Und später, früher, jetzt verhassel ich mich hier tausendmal, früher, später, bei den anderen Sims-Spielen, und da passt das irgendwie nicht so gut darunter. Und dann nehmen das Ding ja, wir den da reinpacken. Wenn wir da so ein Abzugsding hin machen, dann muss man, dann muss man das in dem geschlossenen Schrank natürlich machen, sonst bringt das ja gar nichts. Ja, weil das kann ja nicht durch die Teller durchgesaugt werden, der Dampf. Der Abzug. So, jetzt brauchen wir erstmal Licht, sonst sieht das ja aus wie im Keller. Eine Saugküche. Beleuchtung. So. Zwei Stück hier, Fettstarbeleuchtung. War gut bestückt, das Basisspiel. In die Sims 3 waren es weniger Objekte. Und ich möchte da jetzt so einen Boden drin haben. Hier, oder? Ich möchte den Boden da drin haben. Ich finde den geil. Den können wir uns leisten, 216 Simoleons. Ich finde den geil. und in der Küche, da würde ich so einen schönen, spiegelnden Beton nehmen. Ja, der ist geil. Guck mal, das ist so ein schönes Muster. Es ist so cool, reflektierend auch. Es ist so, ja, ich weiß auch nicht. Da gibt es noch so viele schöne, ne? Das ist eher so Außenplatte. Da ist auch geil. Ne, diese Textur, diese, das ist geil. Das passt vielleicht sogar besser. Der sieht immer aus wie nasser Beton, ne? Wenn es so eine Baustelle, die haben das frisch gegossen, das ist ja nicht getrocknet oder so. Ja, das sieht das so aus. Und die Farbe hier gibt es ja noch, da habe ich schon probiert, ne? Weil das auch nicht schlecht aussieht, weil das passt so ein bisschen dann da drüben dazu. Aber ich glaube, der ist dann doch am passendsten. Und hier haben wir, ohne gibt es auch ein Weiß, das wusste ich nicht mal. Guck mal einer an. Ich wusste nicht mal, dass es den Kühlschrank in Weiß gibt. Das ist ja krass. Ist das der billige? Ich dachte schon, nee, das ist der billige, ne? Ja, das ist der billige. Nee, ich wollte ja den teuren haben. Den da wollte ich doch haben. Ja, den gibt es aber auch in Weiß. Das ist ja krass hier. Das ist ja wirklich krass. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil wenn der weiß ist, dann fällt er nicht so arg auf. Hätten wir auch gleich den weißen nehmen können, auch im Starterhaus. So, das finde ich dann ganz gut.
Mülleimer neben dem Kühlschrank, weil die immer alles vergisst rauszuholen. Unser, wie heißt der denn nochmal? Das ist echt Rex Röbs. Ja, ist da eingezogen hier. Rex Röbs. Bei mir im Spiel. Wir können da einziehen lassen, wenn ihr wollt. Ja, und durch dieses Blau kommt auch so ein bisschen Farbe rein. Ein bisschen Farbe darf das sein. Und wir kriegen hier jetzt auch noch ein Spülbecken. Man glaubt es kaum. Ja, wir können endlich abspülen. Und ich muss mich echt zusammenreißen. Ich weiß, viele haben geschrieben, mach schon den Filter rein. Einfach Basisspiel. Aber ja, es ist, da muss ich den ständig reinsetzen, weil der geht immer wieder raus, der blöde Filter. Jetzt hier bei der Deko könnte man es mal machen. Das sind ziemlich viele, da lohnt es sich dann. So. So, jetzt haben wir nämlich auch Blatt für Deko. So, wir kriegen hier erstmal schon ein paar Löffelchen. Und schon ein paar Tücherchen. Und dann wird das hier unsere Theke, wo wir den ganzen Scheiß drauf machen, wo man dann nachher nicht schnibbeln kann. Nein, nicht so komische Tassendinger da. Wieso gibt es das nicht in modern und sowas? Sehr voll schön. So ein Hängetassendingens. Und ja, ich glaube, mehr will ich da jetzt auch gar nicht so machen. Ja, noch ein bisschen grün. Na klar. Hier ist so grün, so Küchengrün. Ja, so ein bisschen grün muss man immer. So. Oder in die Ecktheke, das ist auch immer gut. Da passt es immer so gut da rein, so in die Nische. Und was nehmen wir denn danach? So viel gibt es dann leider auch nicht. Also ein bisschen, oh ja. Gesund ernähren. Wenn wir hier unsere Schnibbeltheke, passt eh neben den Kühlschrank ganz gut hin. Und mehr würde ich da jetzt wirklich nicht machen. Haben wir da echt nichts für die Wand gehabt? Keine Löffel an der Wand oder irgendwie sowas. Es kommt alles erst mit coole Küchenaccessoires oder mit Gaumenfreuden. Gab es so schöne Löffel an der Wand. Aber hier gibt es ja gar nichts. Deko, Wanddeko. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ich habe das Starbucks-CC noch drin, aber keine Angst, verwende ich hier auch nicht. Und das ist auch cool irgendwie. Das hat irgendwie was Stylisches. Das können wir hier in der Küche an die Wand irgendwie hinpappen. Das machen wir hier hin. Das ist viel cooler. Und das machen wir größer. Das machen wir größer mit dem Vergrößerungs-Cheat. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, guckt mal in die Tipps und Hilfen-Playlist hier im Channel oder sucht einfach Sims für Objekte vergrößern und dann kommt auch mein Video. So, ja, weil die Wand ist so kahl und das hat irgendwie dann so Style, ich weiß auch nicht. Ist irgendwie so Spezialanfertigung. Kunstwerk. Messer gibt's. Messer. Ja, hier die Schlawiner-Entwickler. Gibt's sie nur in einer Farbe. Na gut. Das ist gut, das passt hier ganz gut hin. Das Ding habe ich mal als Schraubenzieher bezeichnet oder als Schraubendreher wird es auch genannt. Fand ich dann ganz witzig, beziehungsweise ihr fand es ganz witzig. Ich fand es peinlich, trotzdem witzig. Nee, also das war echt witzig. Und ja, das ist ein Messerschleifer. Ich habe es mir gemerkt. Das ist auch kein Dings, was man reinsteckt, um die Ganzgarbzeit zu erkennen. Habe ich mir sagen lassen. Das dachte ich nämlich dann erst. Ja. So, passen da noch die Topfdinger hin? Ne, die passen da nicht hin, ne? Das ist ein bisschen. Oh, hier könnte man nicht so auf dieser Schiene, würde das ganz gut noch passen, dann doch. Weil das sieht so aus wie das Fenster, ne? Die Farbe. Und dann machen wir die aber weg. Dann, sonst wird das nämlich zu viel hier. Schade, dass man die Pfannen wieder nicht einzeln hat, ne? Ich muss mal irgendwie CC machen. Ich mache alles einzeln, ich sag's euch. Ich nehme normale Objekte nehme ich und mach das aber einzeln. Ja, ich schwör's euch, wirklich. Ich mach das. Kein Scheiß hier. Und dann gibt's jedes Objekt, was es schon von Maxis gibt. Das sieht dann auch genauso aus wie im richtigen Spiel. Also ist nicht irgendwie was, sieht irgendwie so total realistisch aus oder total abgefahren und passt gar nicht zum Rest von den Objekten vom Stil. Sondern ist dann wirklich Maxis und alles ist einzeln. Ich mache dann jedes Objekt einzeln. Da gibt's dann den Schlauch ohne Gartenaufhänger. Und so. Und hier das Regal ohne Jacke und Hut. Also das Regal, die Garderobe meine ich. Das brauchen wir auch noch, apropos hier. Die müssten wir eigentlich... Oh man, das ist so blöd, diese Ecke. So nah an der Küche schon dran und da dann auch wieder. Ich bin noch nicht gegenüber vom... Hier. Dann nehmen wir das hier so.
Das gibt es doch, glaube ich, auch in anderen Farben. Ne? Das gibt es, glaube ich, auch. Ja, nur in dem hellen Braun. Ja, das ist auch, dass das mich stört. Macht eine weiße oder macht eine schwarze Version, wirklich. Es ist so blöd. So doof, dass das nur dunkel oder hellbraun gibt. So blöd. Wir nehmen das. Bisschen rot. Bisschen rot. So, jetzt haben wir hier weiß, schwarz und braun. Ne? Das passt überhaupt nicht. Hier brauchen wir noch einen Teppich. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen da vielleicht so. Ah, das ist viel zu groß. Mit Teppichen ist auch nicht besser. Die sind so schon scheiße. Ja, die sind so schon schwierig zu finden, sagen wir mal so. Und dann auch noch. Oh, das ist schön. Oh, das ist auch schwarz. Das gefällt mir ganz gut. Oder wir gehen hier wirklich ein bisschen in das Braun rein. Das ist eigentlich auch eine schöne Farbe. Finde ich jetzt so gar nicht so schlecht. Wenn wir hier es zu braun haben, dann machen wir nämlich hier auch noch braun. Das ist ja ein anderes Braun natürlich, ne? Okay, aber das hat man hier so einen leichten Holztouch. Auch mit der Tür und so. Wir haben jetzt das Helle genommen, ne? Ne, das ist das Helle. Nehmen wir das. Nehmen wir hier auch nochmal so ein. Nee, das hat schon gepasst. Wir nehmen das Helle hier, da auch so ein bisschen beigeig und das auch so das Helle. Dann passt das so zusammen mit der Tür und mit den Türen hier. So, ich weiß, guckt mal wieder, das sind wieder drei verschiedene hellbraunen Töne, obwohl die eigentlich fast gleich sind. Also, aber sie sind unterschiedlich. Okay, oh mein Gott, ich laber heute Scheiß raus. So, wir müssen jetzt gucken. Das ist ganz witzig eigentlich. Ich bin manchmal so drauf, nee, wir machen das Wohnzimmer gar nicht dahin, wir machen das Wohnzimmer dahin. Liebes Spiel hier. Mal gucken, ob wir den kleinen mickrigen Fernseher da nehmen. Und wir machen hier eine Bar. Ja, wir machen hier eine Bar. Was ist denn das? Eine Ecktheke oder was? Wir machen hier eine Bar und das Esszimmer. Und die Bar, die machen wir zwischen Wohnzimmer und Esszimmer, ne? So, irgendwie. Komm, dreh dich mal. Dreh dich. Die brauchen wir nicht mehr, weil wir wollen wieder so eine haben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt so eine Theke dann brauchen, weil wenn wir eine Bar nehmen, dann braucht man das ja gar nicht. Esszimmer, wo bist du? Bars, genau. So, ja klar, da können wir die wieder nehmen, ist doch geil. Passt zur Küche. Ja, ihr Logo. Das machen wir so. Das machen wir so und wir nehmen auch dann wieder die. Das sind jetzt die Schränke. Ich wollte eigentlich die Theke haben. Die Theke dazu. Die nehme ich so gern, die Theken. Das sind meine Lieblingstheken. So, dann nehmen wir die wieder, die Theken hier. Aber der Boden passt dann überhaupt nicht. Schwarz. Helles Holz. Ich weiß, mein Lieblingsboden. Neben dem hier. Der ist eh auch cool, den wir jetzt haben. Nee, dann mach ich doch wieder. Oder wir nehmen den hier mit. Ich hätte gern doch wieder den hellen. Welchen hatten wir denn am Anfang? Ich weiß es nicht mehr. Na, das ist auch geil. Aber der reflektiert zu wenig. Der ist cool. Der ist sehr. Nee, der ist. Nee. Ich will einen weißen. Welchen hatten wir denn am Anfang? Hatten wir gar keinen? Hatten wir wirklich den Standard Baubeton? Ohne alles, ne? Das ist der Standard. Ja. Nee, dann machen wir das. Finde ich gut. Hier brauche ich auch mal Licht erstmal noch rein. Und die Bar, will ich die freistehen? Will ich die nicht freistehen? Will ich die noch eins weiter nach vorne? Ja. Ich guck mal nach einem Esstisch erstmal. Brauchen einen Esstisch. Und dann können wir ein schönes Holz nehmen. So ein schwarz-weiß. Wir müssen unserer Linie treu bleiben. Und, oh ja. Ah, da könnten wir mal was probieren. Das wollte ich schon immer mal irgendwie probieren. Weil wir haben so ein. Ja, das ist jetzt so ein ganz rustikaler Tisch, ich weiß. Und dann moderne Stühle dazu. Und die machen wir so abwechselnd. Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß. Oder wir machen hier so ein Grau draus. Das wäre auch cool.
Nee, das sieht man fast gar nicht. Nee, weil das finde ich dann auch irgendwie... Hat irgendwie was. Es ist ja so ein bisschen so Künstler, keine Ahnung, der hat eine alte Kamera hier oben, ne? Der ist so, hier so Architektur so ein bisschen. Es ist alles so... es ist ganz schwierig zu sagen. Es ist schon sehr minimalistisch, schwarz-weiß, so ein paar Kleckse dann doch drin. Künstlerisch ein bisschen, aber auch... Ja... nicht viel, ne? Nicht viel Gerümpel und Zeug, sondern eher minimalistisch und schlicht, ne? Platte Metalloberflächen wie beim Arzt. So ein bisschen irgendwie und ja, jetzt haben wir noch eine Pflanze, weil wir können die langweiligen Base-Game-Objekte ja cool machen, indem wir die einfach vergrößern. Ne? Das ist es doch. Hier, Vergrößerungs-Cheat. Eine einzelne Rose. Sowas zum Beispiel. Wobei die Kleinen eigentlich auch cool aussieht. Das hatte ich mal in Amelias Boutique gemacht. Ich finde das so krass. Das bringt dann so ein bisschen Schwung rein. In dieses Kalte eigentlich sonst so. Ne? Triste Wohnzimmer. Die Rose. XXXXL. Viel besser als diese olle Pflanze. Ne? Hier die Rose. Die ist einfach nur die Rose. Und die komischen Dinger da, die müssen eh weg. Und vielleicht haben wir nochmal irgendwas Cooles. Vielleicht können wir ja auch nochmal eine andere Farbe nehmen. Ich finde das so cool. Das gefällt mir einfach. Ich weiß nicht, ob die groß gut aussieht, die, ne? Die. Das ist nämlich auch sowas, ist sowas Krasses dann, ne? So ein bisschen Luxus. Das ist krasser Luxus einfach. So eine Riesenvase, ne? Und irgendwelches Fun. Das ist wahrscheinlich sau teuer, weil es so groß gezüchtet wurde oder so. Wir haben hier alles offen. Was machen wir denn da? Kann jeder zugucken. Fühlt man sich wie im Zoo. Machen wir da was hin oder nicht? Ja, eigentlich schon, ne? Wenn wir das vergrößern, es geht so weit runter, ne? Dann machen wir das ganze Bild kaputt. Ne, das können wir leider nicht. Dann machen wir das ganze Bild kaputt. Hier nochmal die Fenster neu ausrichten. Die sind hier nicht ganz symmetrisch. So, und das glaube ich ist auch noch ein Stück weiter. Nee. So, da hoch. So. Was ist jetzt? Nee, weiß immer noch nicht. So. Ja. Dann haben wir die genommen da oben. Ja, das muss irgendwie offen bleiben. Es ist blöd. Es ist blöd. Es ist echt blöd. Es gibt auch, glaube ich, keine Vorhänge, die bis ganz nach unten gehen für diese Höhe. Also so alle Schinken hier. Nee, nicht mal die. Wir könnten die machen. Die sind vielleicht so ein bisschen cooler. Oh ja, das bringt so ein bisschen Style rein, finde ich, ne? Das bringt so ein bisschen Style rein. Jetzt sehe ich nicht in komplett weiß hier, bitte. Das ist auch kein Weiß hier. Lass mich verarschen. Das ist kein Weiß. Und wir nehmen das Blau hier wieder auf, was wir hier so ein bisschen den Boden drin haben. Das ist so drückend. Mann, das ist doch kein Weiß, das ist doch gelb hier, was du da hast, oder? Doch gelb hier. Jetzt kommt erstmal die Lampe weg, weil die gefällt mir überhaupt nicht. So, wir müssen hier jetzt nochmal so weiß schön reinhauen. Yes. Yes, we are. So. Oh, das wäre geil für so eine kleine, für ein bisschen so Bar-Feeling hier. Studio-Lampen. Na, das bringt so ein bisschen Style rein. Jetzt wird es echt bald ein Künstlerloft. Brauchen wir nur noch ein paar Gemälde an der Wand. Das sieht aus wie ein Künstlerloft. Können wir ja auch machen. Was spricht denn dagegen? Künstlerloft ist eh immer geil, finde ich. Ist eh immer geil, eh immer geil. Was nehmen wir denn für Lampen? Wir können uns nur die Base-Game-Lampen leisten. Die hier. Ah, die können wir vergrößern. Guck mal, wie geil das aussieht. So. Ja, klaro. Hallo. Perfekt. Perfect match. Und jetzt noch ein Schwarz. Genial. Was gibt's denn da noch? Oh, das ist auch cool.
Ich muss mal so ein Steampunk-Haus bauen, oder? Ja, das ist voll stylisch. So minimalistisch, aber trotzdem irgendwie geil. Es ist so ganz schwierig auch zu machen. Manche haben dann keinen Bock mehr einzurichten und sagen, ich habe minimalistisch gebaut. Aber nee, das ist es nicht. Es ist wesentlich. Es muss schon stimmen. Und bei der Deko muss ich auch gleich den Filter reinmachen, sonst sehe ich irgendwas und das unbedingt verwenden. Die wäre jetzt wieder ein bisschen krass. Die erinnert mich jedes Mal, wenn ich die sehe, erinnert die mich an diesen Clown aus der Modern Art Villa, ne? Die ist jetzt schon ein bisschen krass. Also jetzt gehen wir dann wirklich in das Künstler-Ding über. Weil die passt das so gut in die Ecke. Die passt das so gut in die Ecke. Und das Licht ist eh geil, ne? Also die vorbeilaufen, denken, was ist denn das für ein Verrückter hier? Und die so, oh, die guckt mich an. Die guckt mich immer an. Ohne Augen. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass der hier mit der Gitarre rumsteht und hier spielt und Gäste einlädt und dann dafür die kocht und ist so, oder wir machen die Bar so rum dann. Komm, wir machen die Bar so rum. Ist dann mehr zum Esszimmer hin. Ja, es ist eigentlich schwierig, weil es ist eigentlich egal, wie rum man die macht, ne? Es ist immer irgendwie doof. Ja. Eigentlich vom Esszimmer zum Wohnzimmer, nehme ich an, ne? Eher so. Oder zum Esszimmer aus der Küche, eigentlich. Ja, aber so ist doch gut. Und die Couch lasse ich auf jeden Fall. Ich finde die so cool. Habe ich auch im Starbucks genommen. In meinem Starbucks-Restaurant. Café. Der olle Fernseher kommt weg. Wir gucken mal direkt in die Electronic-Abteilung. Was haben wir denn hier noch? Ja, oh, ich finde den so scheiße, weil der so komische Boxen am Rand hat. Die sehen irgendwie kacke aus. Und der ist halt wieder... Und bam. Ah, ich habe aber eine coole Idee. Was wäre ich denn ohne Ideen, ne? Alle, die jetzt abgeschaltet haben, weil ich heute so lahmelig langsam laber. Oder ich laber halt anders wie sonst. Ich komme mir auf jeden Fall anders vor. Wir packen hier so ein Ding an, so eine Halbwand, aber nicht so hoch, oh Gott. Tiefer, tiefer, tiefer. Du musst auch gar nicht bis ganz nach oben gehen, das reicht schon so. Ja, so reicht es noch nicht, okay, sehr gut. Hat sich jetzt überhaupt was verändert? Wir müssen die hier nehmen, ne? So. Jetzt kann man die so höher schieben, bis nach oben. Dann haben wir hier wie so ein, ne? Das ist cool, aber das kann auch eins weiter nach hinten. Das Witzige ist immer, diese Wandfernseher, die haben auch einen Schatten. Ja, schade, dass es nicht dazwischen geht. Aber dann hat man hier nicht eine Wand, weil ich möchte hier auf keinen Fall eine Wand hinmachen. Und wenn einer die Treppe runterfliegt, dann spießt man sich am Fernseher auf. Ja, es ist hier vom Platz her zu wenig Platz. Also ich kann es nicht mitten in den Raum reinmachen. Aber es ist so eigentlich eine coole Idee. Um das geht es auch meistens hier, dass man irgendwie eine Idee auch mitnimmt. Und ich finde das eine coole Idee, oder? So ein Ding an einer Halbwand aufzuhängen. Wieso denn nicht? Halt ein bisschen tricksen mit den Move-Objects. Wenn wir so weit oben gehen, dann rutscht der Fernseher weg. Und das ist doch geil, das ist doch cool. Und das können wir jetzt sogar schwarz einfärben, das Ding. Da gibt es jetzt hier das Style-Tool quasi für den Pfosten für den Pfosten, der mein Fernseher trägt. Das ist ja irgendwie ein Lied. Der Pfosten, der mein Fernseher trägt. Geschrieben von Dieter Bohlen. Was ist denn hier los? Gibt's hier nichts Schwarzes hier? Nur dieses blöde Fliesenkack oder was? Mach mal keinen Scheiß hier. Zeig mal mir alle aus dem Grundspiel, die schwarz sind. Zwei Dinger. Willst mich verarschen, oder? Zeig mal die Fliesen. Ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Ey, alter Schwede. Willst mich voll verarschen. Gibt's doch nicht. Dann machen wir es doch. Nee, ne? Nicht zu fassen, aber da gab es doch so. Das, genau, da wollte ich gerade sagen. Gibt es doch das hier. Alles nicht richtig schwarz, okay. Hm, krass. Ja, oh, da sehe ich gerade was hier. Ich wollte ja auch noch sowas irgendwie mit reinbringen. So ein bisschen Mauerwerk. Passt hier an die Treppe ganz gut hin. Aber nur so vereinzelt. Sollen wir den Kasten in der Mitte nehmen, haben wir nicht, ne? Vielleicht dann doch hier auch. Das zeige ich vereinzelt, jetzt mache ich es überall, ne? Nee, schon dieses Schmutzige. Vielleicht sogar das hier. Das ist cooler irgendwie.
Das ist irgendwie stylischer, das leuchtet noch so. Wie sieht das auch? Oh, das ist auch. Ja, das ist zu. Nee, ich mag das hier besser, lieber. Ich mag das hier lieber. Das eine ist mehr, das ist sauberer irgendwie. Das hier, was wir jetzt haben. Und dann machen wir das hier doch auch hin. Es macht es ein bisschen krasser, ich weiß es. Aber jetzt noch hier ein geiles Gemälde, jetzt irgendwas Cooles. Hör jetzt auf, liebes Spiel. Bitte. Ich will ein schönes Gemälde haben. Und kein Starbucks-Poster. Zeig mir irgendwas, was irgendwie cool ist. Bitte, 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 bitte. Sonst nehme ich wieder so ein Architekturbild. Das haben wir noch nicht, ne? Oben haben wir das andere, glaube ich. Ja, dann haben wir das daneben. Nehmen wir hier das. Weiß. Ja, das könnte auch zur Couch so ein bisschen jetzt passen. Das ist zu groß, leider. Oder wir nehmen so ein abstraktes. Das würde, denke ich, auch gut passen. Können wir das Grüne nehmen oder das Rote. Wenn das Grüne finde ich so geil. Das finde ich so geil, das Bild. Komm, wir nehmen das. Das ist ein bisschen zu groß wieder, ne? So ein Ticken zu groß. Ein Ticken kleiner wäre gut gewesen. Jetzt hängt es auf der Bar. Das geht nicht. Nee. Dann war es das auch noch nicht. Sollen wir so... Oh, wir können sowas machen. Wir können sowas machen. Das ist cool. Sollen wir die Mami nehmen oder den Papi? Das sind nicht verschiedene. Was malt er? Malt er Männer? Malt er beide? Das ist beides, glaube ich, ne? Ja. Hier ist Männlein, hier ist Weiblein. Ist okay. Machen wir das so. Guck mal, was die alles denken. Die machen hier männlich, weiblich und unisex hier. Das ist doch cool. Ja, jetzt brauchen wir noch irgendwie eine coole... Ah, ich weiß schon, welche Stehlampe wir nehmen. Na, ich glaube, ihr wisst es auch schon. Da gibt es nämlich diese eine da. Wo ist denn die? Stehlampe, komm raus, gekrocht. Die ist eh cool. Die stellen wir auf den Tisch. Das ist auch so eine Designerlampe. So, entschieden. Wo ist die blöde Stehlampe? Jetzt reicht's mir aber. Die ist doch die ist ein Basisspiel. Ich vertue die. Na klar, hallo. Das ist die beste hier, da. Geilomatico. Sollen wir die... Ja, das Blümchen muss schon da hinten bleiben. Sonst haben wir da zu sehr... Und das muss hier so hin. So eine Leselampe ist das so ein bisschen dann auch. Die muss aber frei stehen. Und deswegen... Ach, das ist die Tür und das ist die Bar. Mensch. Wir machen das einfach andersrum. Komm. Das wird so cool. Wir können dich noch ein bisschen stauchen. Was haben wir denn die Alt-Taste? Wenn wir die Kästchen nicht hier umgehen. So. Da ist okay. Ach, was. Stört hier niemand, da kommen wir noch gut vorbei. Komm, machen wir den hier weg. Machen wir den da hinten hin. Passt auch. Unsere geile Sitzecke hier. Hier müssen wir das noch ein bisschen näher hinschieben, oder? Das ist farblich mehr in die Richtung. Oder? Ja, das ist cool. So, und da muss jetzt noch so ein Tisch hin. So ein richtig verratzter Tisch. Oder so eine Truhe hätte ich schon. Oh, der ist gut. Ja, der ist gut. Komm, wir nehmen den. Der passt zu der Couch. Und da gibt es so viele tolle Farben bei dieser Couch. Das ist so geil eigentlich. Ne? Da kann man auch so ein Prinzessinnenzimmer mitmachen. Wirklich. Es wird gut passen. Schwarz ist natürlich ja auch geil. Oh. Oh, das ist eine schöne Couch. Ich will sie auch haben. Gibt es einen Möbelmacher bei den Zuschauern? Wie nennt man das? Schreiner? Gibt es einen Möbelmacher? Hört sich blöd an, ne? Das ist so Porno, ne? Der mir hier eine #Grün-Couch macht. Aber es ist ein schönes Sims-Grün, nicht so ein Grün. Oh ja, oh, ist das cool. Das ist so, ich finde das so stylisch, diese Couch. Ich kann mich da echt reinlegen, also wirklich wortwörtlich. Und ich glaube, ich mache die jetzt auch. Das ist schon geil mit Weiß, ne? Schwarz-Weiß ist immer so. Wenn man da mal anfängt mit, wenn man sich dann ärgert, dass es nicht wirklich. Und das Schwarze ist eh geil, ne? So. Und das ist auch cool. Aber wir nehmen das. Wir nehmen das. Das ist meine Farbwahl. Wenn ihr das nicht mögt, habt ihr es auch gleich geändert. Mault nicht rum in den Kommentaren.
Ja, ich weiß, das Ding ist jetzt ein bisschen im Weg. Eigentlich müssten wir das Ding umtauschen, sollen wir? Da läuft man halt so arg am Fernseher vorbei, ne? Ist besser. Ja, ist schon besser. Viel besser. Doch, ist viel besser. Wir müssen dann nochmal ein Fenster klauen. Wir müssen das große nämlich klauen. Die oberen sind kleiner. Und das packen wir hier hin. Oh nee, wie die Zeit verfliegt. Leute, sag doch was. Ich möchte doch was sagen. Oh mein Gott. Wir haben keine Schirmchen-Dinger, ne? Im Grundspiel, nur die hässlichen. Ah, verdammte Axt. Oh nee, ne? Wir haben keine Schirmchen-Dinger. Nur die hässlichen. Nein, ich will aber. Oh man. Hier gibt's auch fast gar nichts bei den Aktivitäten im Basisspiel, ne? Ein Aquarium. Nee, das will ich jetzt nicht haben. Oh, das wird ja auch gut aussehen. Ja, wir haben oben schon einen Boxsack. Aber so einer oben haben wir rot genommen, ist gut. Hier haben wir ein bisschen rot immer noch ein bisschen drin. Bisschen rot immer noch ein bisschen. Wir machen hier auch noch ein Geländer hin, Treppengeländer. Ja, das ist sonst so... Ah, ich krieg da immer Angst, wenn dann... So ein Glasding, das sieht man eh kaum. Und da jetzt noch so eine irgendeine stylische Wandlampe noch. Irgendeine Style, wir nehmen die. Ganz klar. Hier auch, da hinten haben wir noch so eine Ecke. Was machen wir in die Ecke? Wir brauchen noch irgendwie ein Dings. Irgendwas noch hier für lesen oder irgendwie... Irgendwas hier, was man noch. Wir haben gar keinen Schrank oder so, ne? Kann man das da hinten verstecken? Sieht auch doof aus, ne? Wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier, das machen wir so hin. Das passt schon. Ja, das ist hier Style hier, ne? Architekten hier. Ich bin ein Sims-Architekt. Deswegen ist das hier ein Architekten-Style. Finde ich gut. Doch, finde ich echt gut. Ich red's mir nicht ein. Ich find's wirklich gut. Es ist jetzt halt so geworden. Ich weiß vorher auch nicht. Aber ich find's gut. Gut, die Tischlampe, die ist ein bisschen fehl am Platz, finde ich. Weil da oben haben wir die fette Lampe. Aber da können wir die hier irgendwo noch so auf den... Oh ja, die stellen wir hier auf den Couchtisch. Vor die Nase, für die Fresse. Nein. Wir stellen die hier so hin. Das ist cool. Ja. Ja, doch. Kein Teppich, nein. Vergiss es. Forget about it. Schön, clean, Couch, alles gut. Bisschen weg von der Wand. Das wirkt großzügiger. Und die noch so ein bisschen näher, ja. Dass sie nicht so sehr auf der Bar hängt. Ui, da kann man bestimmt coole Partys feiern. Das ist klein, aber fein, muss ich sagen. Ja, und jetzt noch das Bad. Ich hätte doch zwei Folgen draus machen sollen. Jetzt sind wir schon fast 40 Minuten wieder drauf. Aber so viel muss man da jetzt gar nicht machen. Nee, das ist einfach, alles kommt hier erstmal raus. Die Dusche, die ist okay, die lassen wir drin. Sieht gut aus. Die ist nämlich günstig und super gut. Super geil, ja. Kriegt er eine Eckbadewanne? Ja, er kriegt sie. Warte mal, du draußen. Ich glaube, wir müssen die hier so hinpappen. Ah, nee, da ist die Tür. Na, das ist doof, wenn das in der Tür ist. So ist okay, dann kommen wir da raus. Dann brauchen wir hier eine Eckbadewanne. Wollen wir eine Eckbadewanne? Ja, wir wollen sie. Jetzt haben wir keinen Waschbeckenplatz mehr. Wenn wir jetzt hier ein Klo machen, hier ein Waschbecken? Nee, das passt nicht. Nein. So geht's auch nicht, weil man da aus der Dusche rauskommt. Eine Dusche hätte ich schon gern. Also der muss jetzt immer schön morgens da runterlaufen. Das hilft nichts, das ist das Gleiche vom Platz. Nee, dann... Ja, wir können das Bad hier vergrößern, aber das... Nein. Nein, können wir nicht. No, we cannot. Außer so, aber dann hätten wir wirklich... Nee. Also es wäre da wirklich sehr, eine sehr enge Küche. Also es wäre wirklich... Nee, also das geht ja mal gar nicht. Nee. So. Ja, dann musst du weggehen. Sorry. Geht nicht anders. Du musst wieder hier in die Wand. So rum, gefälligst. Ja, und wir nehmen dann einfach... Wir haben ja noch ein bisschen Motherload übrig.
nehmen einfach diese geile Wellness-Ding für 12.000 Jet-Set-Luxuswanne. Ja, ja, klar. Jet-Set. Wie ist die Tür eigentlich in der Mitte? Ich finde das doof, wenn die in der Mitte ist. Man kann nichts rechts, man kann nichts links stellen. Wir machen die... Ja, wir machen die so. Wir machen die hier hin. Ich hasse das, wenn es so blöd ist. Ich hasse es wirklich. Okay, jetzt haben wir doch wieder keinen Pflanzenplatz. Doch, hier haben wir einen Pflanzenplatz. So. Wir kommen ja da raus, hier. So, und da können wir jetzt den Clou hinmachen. Wir nehmen das Stylo-Milo-Clou. Jetzt haben wir wieder keinen Platz. Ich glaube, das schenkt sich, ne? Kann ich natürlich auch da hinten das Klo hinmachen. Und dann machen wir hier aber die Badewanne hier so. So. Dreh dich. So. Und dann hier so das Klo, ne? Das ist besser. Das ist besser. Das könnte hier sogar noch bleiben, dann sogar. Ja. Klo-Aufteilung ist total mies. Man kann es nur falsch machen. Jetzt kann man hier wieder kein Waschbecken. Das ist wieder falsch geplant. Müssen wir die doch hier so rüber machen, weil die kann man wiederum hier jetzt machen. Genau, jetzt können wir hier nämlich ein Waschbecken machen. Zwischen Klo und Dings. Aufs Klo nehmen die Wanne. Ist auch... Ich will die dreckige Kloschüssel nicht sehen, wenn ich in der Wanne sitze, oder? Aber hier ein fettes Waschbecken dazwischen ist auch nicht so... Nicht so toll. Nicht so toll. Wir machen es einfach so. Das Klo schön in die Ecke. Das ist nicht... Ja, das ein bisschen Luft wenigstens hat. Die können wir auch noch ein bisschen wegstauchen davon. Und schon haben wir... das Klopapier. Man glaubt kaum, es ist ein Badetraum. Mit Bademäntel hinter der Tür. Und Handtuch hier. Das will ich sehen. Das Spiegelchen. So. Ja. Ich weiß, ich kann nicht reimen. Und wir brauchen noch ein Licht. Das vergesse ich nicht. Auch wenn wir spät dran sind. Das muss ja alles auch mal gut aussehen. Es fällt mir nichts mehr ein. Jetzt habe ich bestimmt irgendwelche Objekte genommen, die nicht aus dem Basisspiel sind. Weil ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf geachtet. Nur so ein bisschen. So ein bisschen. Ich will die irgendwie anders machen. Ich will die diesmal echt nicht grün haben. Ich will die weiß haben. Dieser Grün an sich, ne? Das haben Pflanzen so an sich. Ich weiß. So. Ja, es ist wirklich ein bisschen eng. Aber wir haben eine geile Badewanne. Also sagt nichts hier, ja? Ja, ist doch wahr. Das ist so eine geile Badewanne hier. Da würde ich auch ein bisschen enger hier in Kauf nehmen für die Badewanne. Die Badewanne, es bleibt gar nicht mehr so viel Platz für Deko. Mann, es ist so schade. Ja. Oh, die Schlüssel wollte ich doch noch irgendwo. Habe ich die nicht schon oben verwendet? Wir nehmen die hier einfach nochmal. Die hier. Nicht so groß. Wir machen die... Oder wir machen die... Oh, doch, da habe ich jetzt Bock drauf. Wir machen die hier so groß hin. Wer hat sie in die Wanne eingeschlossen mit den Riesenschlüsseln von Hagrid? Ja, nee, das ist irgendwie... Ist das wieder... Das bringt diesen Stil da rein in das Bad. Sonst ist es nur so clean und langweilig. Oder? Ist doch wahr. Und der Boden, der muss bleiben. Ich habe den nicht vergessen. Das ist mit Absicht so. Ja. Und die Lampe, die komische Hängelampe, kommt weg. Die stört mich nur. Ja. Ja, doch, das ist gut. Das ist gut. Das war's. Der Mülleimer hier rechts, ne? Da weiß ich nicht, was ich hinmachen soll. Sollen wir noch ein Bänkchen hinmachen oder irgendwas? Nee, wer sitzt denn vor der Tür? Vielleicht er wartet auf seine Geliebte. Wartet er vor der Tür?
Aber da hätte ich jetzt natürlich so eins hingestellt als Zeit für Freunde. Ne? Das wäre perfekt gewesen vom Style her. Und lasst mich raten, wir finden sonst nur so komische Olle-Bänke hier, so die. Wobei die auch vom Stil her eigentlich ein bisschen passt. Doch, das machen wir. So ein Veranda-Gangster. Das machen wir. Der Briefkasten, der stört mich hier mittendrin. Der ist so mitten im Bild irgendwie. Ich muss den da rüber setzen. Ich krieg sonst hier einen Krampf noch. Und der Mülleimer, der stört mich auch. Den wir am liebsten hier. Na, den müssen wir schon dahin machen. Den machen wir dahin. Ist okay. Sitz mal in den Mülleimer. Pech gehabt. Ja, doch, das ist gut. Mir gefällt's. Doch, man kann da schön draußen sitzen. Da kriegen wir jetzt auch noch ein Licht. Und dann haben wir es für heute. Oh Mann, ist die Folge wieder lang. So eine lange Folge heute wieder. Mario, was machst du? Mario, du kannst doch nicht so lang bauen. Wenn ihr wüsstet, um wie viel Uhr ich das aufnehme. Um welche Zeit ich das aufnehme. Ich finde das mit den Industrielampen so cool, aber da hinten nicht mehr. Aber hier ist es irgendwie geil, ne? Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie cool. Wir haben den Stil, glaube ich, jetzt so ein bisschen gefunden, ne? Es ist ein relativ modernes. Da finde ich das Licht gut, weil das ist so ein bisschen düster, das passt zum Schlafzimmer. Also so ein bisschen über dem Bett, ja. Das finde ich gut. Unten alles schön hell. Ja, 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 es ist fertig. Das ist mein Base Starter Extended. Und wie viel kostet es denn jetzt? So, wir haben uns verdoppelt. Der Preis hat sich verdoppelt. 43.638 Simoleons müssen eure Sims ausgeben für dieses 20x15 Base Starter jetzt Extended Grundstück. Das ist natürlich auch wieder eine Die Sims 4 Galerie als Download gibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Inspiration in dieser Folge. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht, sowas auszugrübeln und zu gucken, was könnte wie passen. Und dieser Stil entwickelt sich dann so. Und am Anfang denkt man ganz anders. Ich finde es so krass. Mir macht es riesig Spaß. Und mir wird es bestimmt nicht langweilig. Ich habe noch so viele Ideen. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Ideen äußern, denn wir haben jetzt auch wieder Platz für eine neue Reihe hier im Channel. Vielen lieben Dank. Ja, und bis zum nächsten Mal dann. Wenn es wieder heißt Let's Build, hey und willkommen hier zum Let's Build Video. Das sage ich irgendwie nur am Anfang, ne? Ja, haltet die Ohren steif, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.